Mitten im Stadtzentrum Plauens existiert ein Areal, welches authentisch Industriekultur und Geschichte widerspiegelt. Weberhäuser, Weißbachsches Haus und Hempelsche Fabrik vermitteln Textilindustriegeschichte verschiedener Epochen. Der Weg der Industrialisierung des Textilgewerbes lässt sich in diesem Bereich der Stadt besonders gut ablesen. In Verbindung mit bereits jetzt schon funktionierenden Strukturen in der Elsteraue soll das historische Areal Zentrum eines revitalisierten Stadtbereichs werden. Die chemische Bleicherei, Färberei und Apreturanstalt Friedrich August Hempel war einst eines der bedeutenden Plauener Unternehmen der Textilbranche. Heute ist die Hempelsche Fabrik die einzige in Plauen erhaltene Apreturanstalt aus dem 19. Jahrhundert. Der Erhalt ist von großer Stadt- und industriegeschichtlicher Bedeutung. Der Denkmalkomplex Hempelsche Fabrik vermittelt mit dem seit 1830 gewachsenen Gebäudebestand ein authentisches Bild industrieller Kultur. Neue Fabrikgebäude wurden seinerzeit meist als mehrgeschossige Stahlbetonkonstruktion errichtet. Die damals neuzeitlichen Spannrahmen erforderten große, möglichst säulenfreie Räume. Einige der Gebäude auf dem Areal der Hempelschen Fabrik sind so stark vom Verfall betroffen, dass nur noch ein Abriss in Frage kommt. Vom Rückbau betroffen sind das Heizhaus mit Schornstein und das westlich gelegene Produktionsgebäude. Seit Anfang Januar 2017 bewegt sich endlich wieder etwas auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik. Mit dem Beginn der Abbrucharbeiten werden erste Veränderungen sichtbar. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden gefördert vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und der Städtebauförderung. Geplant sind unter anderem die Ansiedlung von Kreativwirtschaft und eine Kindertagesstätte. Auch das Weißbachsche Haus ist Bestandteil des Förderprojektes. Eine Umgestaltung des Innenhofs soll zukünftig eine erweiterte Nutzung möglich machen. Das Projekt gibt Hoffnung, dass im Zentrum der Stadt Plauen ein Areal entsteht, welches Plauenern und Besuchern einen besonderen Eindruck der einstigen Industriemetropole vermittelt.